nichts mehr denken können. Die Dani hat nichts aus der Familie im Kopf. Hätte ich doch bloß nicht diesen Brief geschrieben. Aber die Dani wirkt es so einsam auf mich. Wenn Eiko doch nur was für einen Arschitan tun könnte. Ah, Zidane, du Blödian! Blödian! Zidane, du Dauerschlauchsteher! Aber da er in solchen Dingen ja nie was blickt, hat das Gefühl von Eiko bisher bestimmt noch gar nicht gemerkt. Ist vielleicht ein wenig gemein Zidane gegenüber, aber es ist besser, wenn er Eiko hier heute Abend nicht trifft. Ich verschwinde besser schnell von hier, bevor er sich nichts merken noch aufkreuzt. Ah, da kommt wer. Vielleicht schon Zidane? Aua, ich muss mich schnell verstecken. Coole Musik. Sieht aber nicht so aus, als wäre hier jemand und so blank. Ruhig Blut, wir sind nur ein bisschen zu früh dran, das ist alles. Wir werden ja sehen und so. Aber sag mal blank, irgendeine Ahnung von wem der Liebesbrief sein könnte und so? Also wirklich, Markus. Hast du dich gelesen, den Lappen? Bei der Ausdrucksweise, das kann nur eine Big, Feiner und Bild Stamm sein, Mann. Meinst du? Na ja. Du brauchst ja immer rum. In jeden Hafen eine Braut. Aber eine Frau gesehen habe ich noch nie und so. Und überhaupt, der Brief ist dir ja auch nur von sonst wo oben auf den Kopf gesegelt, als du im Schloss rumgeschliffen hast und so. Du raffst es nicht, ha? Die Kleine schämt sich eben, mit dem Wisch persönlich zu gehen und hat halt auf diese Methode zurückgegriffen. Und überhaupt, was soll eigentlich diese ganze Weibermeier überragen wirken auf das weibliche Geschlecht? Also, ein Mann, der im großen Stile bei den Mädels landen will, der kommt natürlich nicht wie die Aktenwalter her, sondern erstmal. Blank, ich glaube, der kommt ja und so. Hey Max, lass die Leute Quicks ausreden, Mann. Wir sollten uns verstecken und so. Ist gut, ist gut. Blank hat den Brief verloren. Von nun ab wird der Wachdienst verstärkt. Einfach so viel Unbefugte hier in letzter Zeit. Ob Regen, Wind, Sonne oder Hagel, von nun heißt es patrouillieren, bis die Füße abfallen. Nicht bei Schneefall anscheinend. Rechts, in Ordnung. Links, in Ordnung. Hallo. Abfall hier? Nein, das ist kein Abfall, das scheint ja ein Brief zu sein. Was ist das? Der leuchtende Mond, die Sterne am Firmament anblicke, erwarte ich am Boot mit glühenden Herzen auf dich. Ja, das ist der Brief von Eiko. Was ist? Das ist doch nur etwa ein Liebesbrief? Aber wem? Von für wen? Da steht weder ein Absender noch der Empfänger dran. Nicht doch. Hat vielleicht jemand, der die Route meiner nächtlichen Patrouille kennt, den Brief hierher gelegt, damit ich ihn finde? Aber wer könnte mir denn... Steiner? Beatrix, ihr... Herzklopf. Ist das jetzt etwa, was die Erwachsenen Liebe nennen? Blei? Schnauze, Markus! Steiner! Beatrix. Was machen die denn da? Ganz neugierig, die Kleine. Blank, das hier macht mir alle krieg Nasenbluten. Verdammtes Nervenbündel, stopp dir beide Daumen in den Riecher und sei endlich still. Hatschi! Hatschi! Chef? Schade, gerade wo es jetzt so spannend wurde. Ja. Gerade wo es so spannend wurde. Was wäre da wohl passiert, wenn da der nicht gekommen wäre? Lasst euch eure Gedanken freien Lauf, sage ich nur. Hat irgendjemand eine Ahnung, wo sie da nicht sein könnte? Nicht die leiseste. Ich geh ihn suchen. Autsch! Ah! Was machst du denn da? Pass halt besser auf! Eiko ist gerade ganz aufgebracht. Also immer ein bisschen mehr Rücksicht. Ich erlaube mich einzutreten.
Ist hier eventuell gerade ein kleines Fräulein namens Eiko reingekommen? Oh. Ja, nette gescheite Onkel von neulich. Hoho, fröhlich und munter wie immer, wie mir scheint. Ja, Eiko ist immer fröhlich und munter. Aber eigentlich will ich am liebsten ja weinen, weil er hat sich die Titanic abfährt mit der Eiko. Hast du gerade was gesagt, mein Kleines? Nein, ich hab nichts gesagt. Also sag mal, weswegen bist du denn zu Eiko gekommen, netter gescheiter Onkel? Ach ja, richtig, das hätte ich mir beinahe vergessen. Also ist die Straße, aus der du kommst. Hier ist es doch gleich. Madensari? Ja, Madensari. Nun ja, ich würde eben gern mehr über Madensari erfahren. Kein Problem. Weil du so nett warst und diesen Brief für mich geschrieben hast, erzähle ich dir alles, was du wissen willst. Aber hier plaudert sich nicht so gut. Können wir uns bei dir unterhalten? Bei mir? Nun, mein Haus befindet sich in Treno. Das ist bedauerlich ein gutes Stück von hier weg. Treno? Das klingt aber irgendwie interessant. Fein, Eiko ist zurzeit sehr wissensdurstig. Wissensdurstig? Heißt es nicht wissbegierig? Ja, das ist Eiko. Und wir fehlen die neue Erhalte kennenlernen. Also macht es gar nichts, wenn es ein bisschen weit weg ist. Lass uns gehen. Ich komme auch mit. In Tränen findet doch sowieso gerade das alljährliche Kartenturnier statt, oder? Und jetzt wird endlich bald mal Karten gespielt, Leute. Ja, Karten. Da wollt euch immer schon mal dabei sein. Kartenturnier? Klingt ziemlich aufregend. Ich will auch mitkommen. Das gleiche gilt für mich. Trainer, soll mir recht sein. Ehe man sich verzieht, hat man schon eine ganze Reisegruppe zusammen. Schön, schön. Es soll mir ein Vergnügen sein, euch alle Trainer zeigen zu dürfen. Ich war schon dort, das muss ich zeigen. Danke. Hier gibt es noch Nebel. Er mich irgendwie an Liefers Baum, bevor der Nebel abzog. Aber der Nebel scheint auf jeden Fall dünner zu sein als vorhin, findest du nicht? Nun ja, ich hatte bereits gehört, dass ihr den Nebel vertrieben haben sollt, aber ich denke, es sind deswegen noch Reste von ihm hier zu finden, weil er die Wurzel entlang in die Tiefe steigen konnte. Ist das eine Gargantula? Die Gargantula-Bahn. Also dann, wollen wir mal langsam? Und diesmal gibt es keinen Bosskampf, leider. Hofnarren des Schwermuts. Ach ja, stimmt, die zwei gibt's ja auch noch. Hier ist niemand, sag ich! Bist du sicher, frag ich? Sicher bin ich sicher, sag ich! Hast recht, da ist keiner, sag ich! Sag ich doch, sag ich! Aber was machen wir jetzt, frag ich? Wir bitten gar nicht ganz fertig, uns wieder ins Schloss aufzunehmen, sag ich. Meinst du, wir sind uns wieder auf, frag ich? Probieren wir studieren, sag ich. Hä? Verstecken uns besser, sag ich. Scheint keine Reihe zu sein. Scheint so und so. Alles, was wir für Zidane tun können, ist wohl so wie jetzt Nachtwache schieben. Und zusehen, dass in Alexander alles fertig bleibt, oder? So ist es, aber Zidane fühlt sich natürlich besser und so. Ja, verdammt, ist das heute aber unheimlich ruhig. Also gut, machen wir noch eine Runde. Du sagst es uns so. Jetzt werden die Diebe auch schon zu Nachtwächter. Warum nicht? Gut, er hat uns beinahe gefunden, sag ich. Aber was machen wir denn jetzt, frage ich. Na, das ist doch klar, sag ich. Wo sich diese Typen aufhalten, da haben wir nichts verloren. Nichts wie raus, Alexandria, sag ich. Okay, die zwei wurden ja von der Königin Brane gefeuert und jetzt wollen sie mir gar nicht machen. Naja, dass man so nach Trainer kommt. Ich bitte vielmals, als die höchst unkomfortablen Umstände unserer Reise zu entschuldigen. Passt schon. Hey Mahakon, warst du schon mal in Trainer? Wie steht es mit dir? Ich? Wo es hübsche Mädel gibt's, da bin ich zu Hause. Eiko will sich erstmal ein bisschen die Stadt anschauen. Aber über Madensari können wir ja nachher noch blauen. Ist das in Ordnung? Aber sicher, nur zu. Wir haben es ja nicht eilig. Was kommst du wieder so planlos durch die Gegend? Komm mit. Wer? Ich? Ja, wen sonst? Eiko ist das erste Mal hier. Du musst dich ja so rumführen. Ich werde auch einen kleinen Bummel machen,
um mal auf so einen anderen Gedanken zu kommen. Oh, stimmt. Wenn ich schon mal drin bin, kann ich gleich was machen. Margon, was hast du vor? Ich werde einfach nicht schlau aus dem Typen. Oh, da fällt mir ein, heute ist ja der letzte Tag des großen Kartenturniers. Echt? Na, das möchte ich mir doch nicht entgehen lassen. Meine Fähigkeiten beim Spiel sind zwar überaus bescheiden, aber es wäre mir eine Freude, dir unter die Arme zu greifen, solltest du auf Probleme stoßen. Ach, so schlecht, dass ich auf die Hilfe anderer angewiesen bin, spiele ich dann auch wieder nicht, ne? Oh, entschuldige meine Aufdringlichkeit. Viel Glück! Kein Problem. Ate, Lehrerin Eiko sagt Doppelpunkt. Also, warum ich nicht mit Zitane gegangen bin, das wirst du doch bestimmt wissen, oder? Ja, genau. Die beiden stehen völlig auf dem Schlauch, einer schlimmer als der andere. Wenn man den also nicht bei ein paar nachdenklichen Momente lässt, kommt sie vielleicht nie drauf. Was meinst du denn damit? Oh Mann, du stehst ja mindestens genauso auf dem Schlauch. Also pass auf. Zidane hat Lili furchtbar lieb, alles klar? Aber Zidane meint, er müsse immer auf ganz cool machen. Deswegen streiten die beiden sich auch so oft. Kannst du mir soweit folgen? Jein. Eiko gegenüber benimmt er sich auch immer bitter und cool. Das ist Zidane wirklich unmöglich. Doch dabei ist er der Kehl-Lack-Märkte, verstehst du? Wow, was ist das nur? Etwa ein Kartenstadion? Hey, warte! Und weg ist sie. Aber das konnte nicht. Bist du etwa? Bitte? Tja, die zwei schienen sich um und Zidane steht halt auf dem Schlauch. Ne, es ist halt einfach so. Darf dem Turnier nur die Besten antreten. Fordert zuerst einige Spiele auf der Straße heraus. Nein. Sonst nur keine 5 Karten. Nein. Ich habe mehr als 5 Karten, soweit ich weiß. Yep. Viel. Mehr. Und sogar ein paar sehr gut, zum Beispiel der Tombeere ist gar nicht so schlecht und die Gargantel war es auch nicht so wahr. Ja, also den Kartenspiel, das erkläre ich euch, während ich spiele, ihr schaut ihr nur zu. Ne? Am Anfang ist es relativ kompliziert, aber es geht noch. Ich will nicht sagen, das checkt doch keiner. Es ist einfach mal was anderes. Es war eine lange Reise. Hätte ich gedacht, dich nochmal wieder zu treffen. Vielen Dank für alles damals. Aber nein, du brauchst mir doch nichts zu danken. Beim Herr, ein guter Herr war, passt das schon. Bei jedem anderen hätte ich aber abgelehnt, ne? Obwohl es kein leichtes war, deiner Bitte nachzukommen, mich irgendwie auf Theaterschiff zu schmuggeln. Das ist ja ewig her. Wie war denn das Theaterstück überhaupt? Wirklich interessant. Oh, da fällt mir ein, dass es damals ja ziemlich Ärger gab irgendwie. Aber du hast die Sache wohl recht überstanden, was? Ja, alles halb so wild eigentlich. Nein, das ist alles in Butter. Also, ich pack's dann mal wieder. Muss noch ein paar Dinge erledigen. Übrigens, du wohnst doch in der Nähe von Tränen, oder? Ja, das ist schon richtig. Geh lieber nach Hause, es ist schon spät. Also, mach's gut. Opa ist zwar schon lange tot, aber mal wieder zu Hause zu sein, wäre schön. Wenn ich mal in der Nähe bin, wäre es doch schade, ich kurz mal vorbeizuschauen. Und wenn man Vivi hier nach Hause schickt, dann gibt es sogar ein extra AT. Also macht es. Das schimmelnde Wasser im fallenden Mondschein. Oh, habe ich ein paar Stellats hier? Weiß ich jetzt gar nicht. Hier hat sich auch nicht viel verändert. So eine Pleite ist sie als nicht auf meine Fälschung eingefallen. Sie sieht aus wie ein Kanarienvogel, aber sie hat einen reißenden Adleraugen. Muss ich mir halt was anderes anpassen, um einen schnellen Geld zu verdienen. Aber hey du, meinst du, du machst Eindruck mit einem breiten Gang? Wie? Pass auf, wie du dich hinterlässt, ich warne dich. Sag mal, hörst du schlecht oder was? Weißt du auch, wer ich bin? Nein. Gibt's uns sowas auf jeden Fall? Jemand, mit dem du dich anlegen solltest, Freundchen. Moment mal, dich habe ich noch irgendwann mal gesehen. Du bist der legendäre Rotschopf! Ah! Margon, was ist denn hier gerade los? Der lief ja so schnell, als hätte er ein Gespenst gesehen oder sowas. Ist mir alles klar, hast mal wieder schwächer geärgert, oder? Der Große vom Eiko sagt immer, wirklich schwach ist der auf Schwächeren rumhackt. Spar dir die Predigt.
Warum hast du denn so eine kleine Gier im Schlepptau? Oder schlägst du dich nur allerdings als Babysitter durch Rotschopf? Oh, tut mir leid, ich bin ja schon weg. Tschüss! Eigenartiger Vogel. Hey, wo gehst du hin, Margon? Ein eigenartiger Vogel. Noch so einer. Alles eigenartig für mich. So, schaue ich mal kurz, ob ich Stellatia mit habe. Das weiß ich jetzt gar nicht. Virgo und Libra habe ich mit. Ja, okay. Kann man machen. Kann man machen. So, wenn ich schon mal da bin in Dreno, kann ich ja zur Schmiede gehen, beziehungsweise ins Geschäft. Ist schon etwas länger her. Und Moment, bevor ich da hingehe. Ausrüsten, das Beste, was ich habe, bitte. Okay, hier passt es. Mehr Stärke, dafür mehr Gewandtheit. Gewandtheit ist einfach, ich bin schneller im Kampf. Hier habe ich das Beste. Ich glaube, hier auch, ne? Ja. Und Reflektring, ja, der ist auch ganz nett. Vielleicht sogar ein Kraftgürtel. Ja, dann lege ich jetzt mal ganz kurz an. Dann brauche ich eventuell nämlich so. Stärkebonus, Dome Bedarf brauche ich nicht. Eher Konter. Konter ist immer gut. Vor allem bei Kämpfen. Ja, es kommt wieder zu einem Kampf. Wer sich innen kann an Drenor, ist es lange her. Man kann hin und wieder mal gegen solche Viecher kämpfen hier in dem Geschäft, das es hier gibt. Ich weiß jetzt gar nicht, konnte man auf CD2 hier auch her? Ist schon ewig her, dass ich gespielt habe, ich weiß. Dass man jetzt auch kämpfen kann. Und dafür bekommen wir natürlich etwas. Oh, das war der. Der ist gefährlich, Leute. Der ist gefährlich. Man sollte nämlich Schutz vor Stein haben. Moment, habe ich das überhaupt? Ja. Götterspeise. Anlegen. Denn dieses Viech da unten, das kann eigentlich versteinern. Darum sollte man Schutz vor Stein anlegen. Also runter! Wann bam, komm! Oder ja nicht? Kampf der Giganten! Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Und sie dann eine coole Waffe. Oh yeah! So, das ist ein Kapitel. Blebus kann einen aufspießen, daneben, macht schon ein bisschen Schaden und schlitz! 1700, so muss das sein. Wenn ihr nicht Schutz vor Stein habt, ja, schön was. Diabolus Auge, das ist der Zustand Stein oder auch Gips, je nachdem. Daneben, haha. Wenn man den Gegner nicht kennt, dann kann das einen schon richtig in Bedrängnis bringen. Natürlich gibt es den Gegner auch als Random-Kampf, ja? Aber erst später. Aufspießen! Der trifft ja gar nicht! Schlitz! Aber ohne Schutz vor Stein hätte ich verloren. Knallhart. Weil das Diabolus-Auge trifft zu 100%. Nee, kann man nicht ausweichen. Nur schützen. Hat der Bär gleich die Schmucke weg! Hier, dein Preis! 1500 Gil! Ja, das ist auch nett. So, gibt es bei dir was Neues? Oh, Mithridatische kaufe ich mal zwei. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch brauche. Ein Dolch vielleicht noch. Gladius, von den kleinen Schwertern sollte man immer zwei haben. Weil mit denen kann man meistens was schmieden. Lamiasflöte, Ogerstock. Alter, ich habe ganz schön viele Zauberarmreife. Oh, ein Zauberkürass. Warum nicht? Her damit. So, danke sehr. Sonst habe ich alles. Auch wenn die Ausrüstung schlechter ist, als wie das, was man ausgerüstet hat, man sollte immer etwas damit haben, falls man ein paar Abilities noch lernen muss. So, hallo Kupo, wie geht's, Sir? Habe ich einen Mocknet? In der Zeit bekomme ich überhaupt keine Briefe mehr, Kupo. Oh, das ist schade. Ah, Moment, wie viel Geld habe ich denn mit? 81, okay, das reicht bei weitem. So, in der Ecke war nichts mehr, okay. Dann kann ich ja ins Kampfhaus, Auktionshaus gehen und mir ein bisschen was schnappen.
Rattenschwanz, den sollte man nehmen. Federstiefel ist okay, ohne Spiegel. Und der Dunkelkristall. Der Dunkelkristall ist richtig geil, Leute. Den sollte man sich holen. So, und wie mal abwarten. Und wow, wie der Preis wieder mal hochgeht ohne Ende. Aber ich habe das Geld. Ich habe das Geld. Lasst euch Zeit, Leute. 6.000, 17.000, 18.000. Der Rattenschwanz, wie man sieht, ist ziemlich wertvoll. Langsam wird es noch ein bisschen teuer. Ja. Das Gebot bei 21.600. 22.000. 22.200. 22.400. Ja, 22.400. 500. Okay. 700. Ich will's haben. Ich auch. Psst, nicht weiter sagen. 22.000. 800. 900. So, 23.000 Gil. Putz. Ob es das wert war, ist eine andere Frage. Das ist nämlich ein wertvolles Item hier unten. Rattenschwanz. Als ich den zum ersten Mal sah, hätte ich es mir doch beinahe zwischen die Zähne geschoben. Gahaha, Räuberhäuptling Barak. Ja, das kann ich mir denken. Was man damit macht? Ja, damit komme ich später. Federstiefel, ich weiß gar nicht, habe ich die eigentlich mit? Federstiefel, Moment, Wüststiefel, Gemini-Stiefel. Nein, ich habe keine Federstiefel. Schau an, schau an. Das kann ich mir auch. Kann ich mir holen. Wenn es nicht zu teuer ist. 8000, 9800. Ich wollte eigentlich nur 10.000 ausgeben für die Federstiefel, weil so. Nett sind jetzt auch wieder nicht. Alter Schwede, könnt ihr mal chillen mit dem Preis? Nö, tun sie nicht. Ich will aber eigentlich den Dunkelkristall haben, ja. Die Federstiefel, die lasse ich jetzt mal. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. 13.000 Gil. Hampf. Wieder herumhüpfen. Das heißt einfach nur, das System weiß nicht, ob es mehr bieten soll oder nicht. So, für mich nicht, bitte, danke. Das nächste Objekt ist ohne Spiegel. Ja, dann sollte man sich auch holen. 3.900! 3.900! 5.400! 5.900! 7.400! 7.900! 8.500! 8.700! 8.900! 9.200! 9.500! Kann ich glatt 10.000 sagen? Ah, da, fängt schon an. 10.200 Geld. 10.300! 10.700! Ha, manche Teile sind schon teuer. Jo, ich bitte nochmal. 10.800! Putz! So. Ohne Spiegel halt, den hatte ich schon mal. Und jetzt der Dunkelkristall. Und da, Leute, der wird verdammt nochmal teuer. Ich glaube, so 20.000 Gil. Ich biete mal, damit das ein bisschen kürzer dauert. 21.000. Na, und schon geht's weiter. 22.000. Ja, 22.200. Das ist sogar relativ billig noch für den Dunkelkristall. Ehrlich. Die Auktion wird nach einer Pause fortgesetzt. So, der Dunkelkristall ist nämlich. Warten bitte. Hier, ein schönes Item. Den Gegner oder Verbündeten mit dem Einzelvisier Schaden zugefügt, auch als Accessoire anlegbar. Und der Dunkelkristall ist ein richtig cooles Accessoire, vor allem für die Linie natürlich. Aber Sidane kann ich nicht ausrüsten, wie ich sehe. Ah, doch, kann. Hier bitte. Man erhöht den Zauber und erlernt den Ability Odin. Oh yeah. Das ist Odin, Leute. Sehr gut versteckt, muss ich schon sagen. Wenn man das nicht weiß, dass der Dunkelkristall Odin ist und dann sich nicht kauft, tja, Pech gehabt. So, ich werde jetzt noch ein bisschen herumschauen, was es so alles gibt. Griff von Herz, Federstiefel, Madeinschild, oh, das ist auch gut. Und Reflektring, ich habe schon einen.
ich werde jetzt hier ein bisschen Auktion machen und ich auskriegen, weil das ein bisschen länger dauert. Sage, bis nächstes Mal.